Go, go, schieß! Oh, snap, what is this? Now these guys are hitting. What the? Okay, that's a good guy. Like, damn, these guys got a suppressed saw? He's got a GoPro too. Nice. Hell yeah. Looks like a pretty freaking cool job, but again, you need some solid people for that. Als Beispiel ein konkreter Einsatz. Schweizer Botschaft in Kiew, Mitte Februar 2022, wenige Tage vor dem Einmarsch Russlands. Die Schweiz befürchtet das Schlimmste. Das AAD-10 ist mit von der Partie. Botschafter Claude Wild zu den Tagen unmittelbar vor dem Krieg. Die Verstärkung durch das AAD-10 bedeutete noch nicht zwingend, dass eine Evakuation bevorstand. Aber sie war möglich. Verstärkung hieß erstmal Krisenmodus. Damals wollten wir noch so lange wie möglich bleiben und abwarten, ob Kiew unter Beschuss genommen würde. Angesichts der Bewaffnung der vorrückenden Truppen wurde uns klar, dass wir gehen mussten. At least they documented everything like this. That's the cool part. Okay, cher collègue. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Lage ist schwierig. Ich wünsche allen viel Glück auf einer schwierigen Reise. Auf bald. Wir werden sehen, wie bald. Vielen Dank auch an die Leute, die uns verstärken, unsere Sondertruppe. Maßgebend für uns war, dass auch die humanitären Kräfte den Ort verließen. Nous allons partir aussi. Oh damn, no kidding. Really, this Swiss humanitarian? Okay. Actually, I know like the Swiss flag looks very similar to like the Red Cross, but I don't know who like originally came up with the Red Cross as we know it. I mean, it sounds like it might just be a US organization, but I'm not really too sure on that, to be honest. But I know Swiss, I mean, you see their flag and you see kind of things that look similar to it. So you kind of attribute to, you know, Switzerland to this humanitarian effort. Grundsatzfrage. Welchen Status haben Schweizer Sondertruppen auf ausländischem Boden? Yeah, let's hear about it. Sind sie Top-Agenten im Dienst der Diplomaten? Oder der Neutralität verpflichteter Militärs? Sie gelten vor Ort als Botschaftspersonal mit der Aufgabe, die Sicherheit der für die politische Arbeit der Schweiz zuständigen Botschaftsangehörigen zu gewährleisten. And again, we've seen a lot of different units like this, but it is kind of hard to compare this to something that I've seen in the US. Again, you have the Marine Corps fully anti-terrorism security teams, which are more responsible for the embassies, but there's also the Marine Security Guards. But neither of them are special forces by any means. So having something like this, again, I'm not really too sure. Maybe like some more agency-affiliated kind of organization. Das AAD-10 ist offenbar weit mehr als ein normaler Sicherheitsdienst. Yeah, that's true. From what we've seen, that's definitely true. Diese Leute sind für den Einsatz gemacht. Sie sind keine normalen Befehlsempfänger. Sie werden dazu ausgebildet, Lösungen zu finden. Genau das habe ich als Missionschef enorm geschätzt. In kürzester Zeit bieten sie verschiedene Lösungen an. Wenn ich ein Problem ansprach, hatte ich innerhalb einer halben Stunde zwei oder drei Lösungsmöglichkeiten. Das Allerschwierigste war, dass die Lage ständig neu beurteilt werden musste, um entscheiden zu können, ob wir gehen und auf welchem Weg. Müssen wir gehen? Wenn ja, wann? Allein oder mit anderen Botschaften? Andere planten einen gemeinsamen Konvoi. Wir entschieden uns für den Alleingang im kleinen Konvoi über Landstraße, was sich als richtige Entscheidung herausstellte. That is a tough decision though, especially evacuating an embassy. Alles gut bei diesem Abzug aus Kiew. Es gab weder Zwischenfälle noch Beschuss. Was wäre geschehen, wäre man mit Truppen zusammengestoßen oder in einen Hinterhalt geraten? Well, they get to work was then. Wäre, wenn Schweizer Soldaten bei einer Konfrontation mit russischen Truppen töten oder getötet würden? Eine solche absolut denkbare Katastrophe könnte der Schweizer Neutralität Schaden zufügen.
Yeah, that's tough. Große one, Bedenken huh? hat Thomas Süßli, Chef der Schweizer Armee, jedoch nicht. Im Gegenteil. Er meint, die Schweizer Öffentlichkeit begegne seinen Elitetruppen im Ausland mit Wohlwollen. Was man gut spürt, ist auch in der Bevölkerung, dass es einen Wechsel gegeben hat in der Wahrnehmung der Sicherheit. Also man hat wieder wahrgenommen, dass Kriege auch in Europa möglich sind, aber auch Leute in der Bevölkerung, ja, die Wahrnehmung hat geändert. Und ich glaube, man ist sich bewusst geworden, dass die Armee als Gesamtsystem, dass die einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit von uns allen leistet. Und da ist natürlich, dass die Spezialkräfte sind hier eingeschlossen bei dieser Beurteilung. It is kind of a tricky dynamic when you talk about Switzerland, like a country that's so focused on neutrality, but having these like badass military forces, especially ones that are operating in these very sort of tense situations where you have like a whole lot of geopolitical implications, you know, at play. So it is kind of interesting to understand the mindset as far as what they're thinking, how they're going to implement these forces, you know, if they really do need to implement them, and how the people will sort of react to that. In der Politik wird die Zweckmäßigkeit des AAD 10 kaum angezweifelt, nicht einmal von links. Dafür stehen heikle Fragen im Raum. Wer trägt die Verantwortung für den Einsatz Schweizer Truppen im Ausland? Wer muss darüber informiert werden? Wann kann informiert werden, ohne die Operation zu gefährden? Fabian Molina von der SP ärgert sich darüber, dass das Parlament erst nach Entsendung des AAD 10 in die Ukraine und nach Afghanistan informiert wurde. Das Parlament wurde nicht über den Einsatz der AAD 10 in der Ukraine informiert. Nachträglich haben wir davon erfahren, aber es fand keine Diskussion darüber statt. Die Bundesverfassung sieht vor, dass die Außenpolitik eine gemeinsame Aufgabe von Parlament und Bundesrat ist. Und auf diesem Recht des Parlaments mitzuwirken, gilt es zu bestehen. I mean, it is a tricky thing with a unit like that. Operational security is going to be like super, super important for them. So I don't know. I guess it is kind of a fine line. But I'm sure there are certain agencies or certain departments or certain levels of our government where people can just be like, make that decision because, you know, like operational security is key, but they also need like really specific individuals for certain jobs. I don't know where like the checks and balances are necessarily with that here in the US though. Die Außenpolitische Kommission des Nationalrates soll das demokratische Vorgehen des Bundesrates in der Außenpolitik gewährleisten. Vom Einsatz Schweizer Soldaten in Afghanistan hat sie aus der Presse erfahren. Die Kommission hat beim Bundesrat eine offizielle Protestnote eingereicht. Ich bin ehrlich gesagt etwas genervt über die Haltung des Bundesrates, der sich in verschiedenen Bereichen über die Bundesverfassung und das Parlamentsgesetz hinwegsetzt im Bereich der Außenpolitik, der die Mitwirkung des Parlaments beschneidet. Im Falle der Ukraine hat es sich auch um eine Evakuierungsmission gehandelt. Es ist glücklicherweise gut gegangen. Es war ein sehr professioneller Einsatz. Gleichzeitig gab es natürlich ein Risiko, dass wenn es zu Zusammenstößen gekommen wäre zwischen russischen Truppen und der AAD 10, dass die Schweiz schon sehr früh in diesen Konflikt hineingezogen worden wäre. Stirbt ein Soldat? Yeah, there's a risk, but again, in like with certain things, when there's like a really short amount of time, I mean, somebody just needs to make a decision. And I don't know, when you're talking about politics, I feel like things don't happen that quick. Es fallen Schüsse zwischen zwei Armeen und die Schweiz ist Konfliktpartei. Und das hat dann sehr schnell einen Flächenbrand zur Folge. Wir wollten die für die Armee zuständige Bundesrätin Viola Amherd dazu befragen. Sie hat abgelehnt und es ihrem Armeechef überlassen, sich zu der Kritik zu äußern. Okay. Die Armee handelt immer unter der Politik, unter dem Primat der Politik. Es ist ein politischer Entscheid. Auch die Informationshoheit liegt dann bei der Politik. Und wenn es einen Antrag gibt, der auf dem regulären Weg zu uns kommt, dann beantworten wir diesen und informieren auch. Für den Armeechef steht die Entscheidungskette in Bezug auf das AAD 10 außer Frage. Der Bundesrat hat Vorrang. Und es ist dann an der politischen Stufe zu entscheiden, ob das Parlament auch informiert werden muss. Fast zwei Jahre warteten wir darauf, das AAD 10 zu einem Auslandeinsatz begleiten zu dürfen.
Letztlich wurde aus Geheimhaltungsgründen nichts daraus. Ja, okay. Diskretion sei ausschlaggebend für den Erfolg einer Operation, hieß es. Wir müssten uns damit begnügen, Übungen mitzuverfolgen. It makes sense, yeah. Let's see the exercises. Keine Medien, keine Politikerinnen und Politiker. Die Frage ist also nicht mehr, was die Elitesoldaten genau tun, sondern wer die politische Kontrolle über die Truppe ausübt. Ich glaube, die Notwendigkeit der AAD 10 als Rückversicherung für die Schweiz für den äußersten Notfall stellt praktisch niemand mehr in Frage. Aber wie wir aus dem Privatleben wissen, auch Versicherungen müssen kontrolliert werden. Und das AAD 10 hat es seit dem Beginn seiner konkreten Einsätze im Jahr 2007 weit gebracht. Damals kam die Sondertruppe unter Geburtswehen zustande. Auch wenn heute nur noch die Frage der politischen Aufsicht umstritten ist. Zu Beginn schlug dem AAD 10 eine Welle der Kritik entgegen. Und zwar von der pazifistischen Linken genauso wie von der konservativen Rechten. Christoph Blochers SVP sah gar die Neutralität gefährdet. Really? I mean, it makes sense, but you do need people like that. Beinahe zum Debakel für das AAD 10 wird vor allem die Affäre Max Göldi und Rashid Hamdani. Die beiden Schweizer werden 2008-2009 in Libyen durch den unberechenbaren Oberst Gaddafi als Geiseln festgehalten. Fast zwei Jahre lang sind die Schweiz und Libyen miteinander im Clinch. I didn't know a whole lot about this, to be honest, before I heard about this unit. Im Auftrag des EDA unter Micheline Calmiret soll das noch junge AAD 10 einen Geheimplan zur Befreiung der Geiseln in Libyen aushecken. Damn, hell yeah, gestützt dude. Auf das Öffentlichkeitsgesetz haben wir uns die stark geschwärzten Unterlagen zu dieser Mission der Schweizer beschafft. Yeah. Sie bestätigen die damals in der Presse erschienenen Informationen. Jeez. Das AAD 10 entwickelte drei absolut James Bond-würdige Fluchtszenarien. Okay. Szenario 1: Durch die Wüste über Algerien. That's some old school SAS right there. Szenario 2: Durch den Niger mit Hilfe der Tuareg. Where's that? Das dritte und abenteuerlichste Szenario sah vor, dass die beiden Geiseln beim Schwimmen im Meer vor Tripolis unter den Augen ihrer Wächter vortäuschen sollten, zu ertrinken. Forschmänner des AAD 10 sollten mit Sauerstoffflaschen auf die beiden Männer warten und sie in einem U-Boot eines befreundeten Staates ausschleusen. No kidding, dude. That's pretty audacious. Keines dieser Szenarien kommt über das Planungsstadium hinaus. Aber sie finden den Weg in die Presse. Der Bundesrat kommt von allen Seiten unter Beschuss. Die Verfassung und die Neutralität der Schweiz seien in Gefahr. How did they get leaked? Ja, der Fall Libyen hat exemplarisch gezeigt, dass der Bundesrat außenpolitisch auch Fehler machen kann, wenn er in großer Intransparenz und am Parlament vorbei handelt. Wir hatten damals zwei Geiseln, die wahrscheinlich länger gefangen gehalten wurden als nötig, weil der Bundesrat grobe Fehler gemacht hat. Korpskommandant Michaud interpretiert die Libyen-Affäre anders. Sie habe dem AAD 10 dazu verholfen, aus seinem Dornröschenschlaf zu erwachen. Es war eine aufschlussreiche Operation. Sie war kompliziert, zog sich über mehrere Jahre hin und gab letztlich auch dem Departement für Auswärtige Angelegenheiten die Möglichkeit, die Fähigkeiten unserer Leute zu erkennen und vor allem sie schätzen zu lernen. Das Departement für Auswärtige Angelegenheiten ist heute einer der wichtigsten Auftraggeber des AAD 10. Zehn Jahre nach der Libyen-Affäre hat sich alles eingespielt. Das AAD 10 kann heute im Auftrag des EDA Schweizer Geiseln aus feindlichen Gebieten befreien, was auch seinem Ausbildungszweck entspricht. Dude, I love the footage. They got a lot of footage of these guys. Als Kabul fiel, war ein AAD-10-Kommando in Rekordzeit vor Ort. Really?
Die Operation unterliegt nach wie vor dem Militärgeheimnis. Aber der Kommandoleiter darf uns ausnahmsweise ein paar Details verraten. Früher Nachmittag des 13. August ein erstes Telefon erhalten, in welchem ich informiert wurde, dass ein Einsatz zur Unterstützung des ETA im Bereich Evakuation Kabul, Afghanistan kommen könnte. Ich habe daraufhin unmittelbar einige unserer Leute in eine erhöhte Bereitschaft gesetzt. Wir haben ein erstes Team zusammengestellt, das für einen möglichen Einsatz, damals war noch unklar, um was es konkret geht, bereitstehen würde. Okay. Serge Bavou, damn, stellvertretender Chef des Krisenmanagementzentrums des. Again, it's crazy that you don't like really know a whole lot of this stuff like happening behind the scenes for good reason, but it is kind of cool to hear about these people who are in these like crazy big events just kind of happening and kind of moving around behind the scenes. Ida spricht über die Operation. Nous avions une mission claire. Unser Auftrag war klar. In erster Linie das Personal unserer Vertretung und seine Angehörigen repatriieren, danach weitere Personen gemäß einer Liste. Für die Durchführung einer Operation im Rahmen einer Krise im Ausland sind das EDA und sein Krisenmanagementzentrum zuständig. Wir treffen auch im Verlauf der Operation die nötigen Entscheidungen gemäß der Strategie. Das AAD 10 ist in diesem Sinne ein Dienstleister des EDA. Pour le DFAE. Also am 16. August wurde die Aktion dann ausgelöst und wir flogen am Abend kurz nach 10 Uhr mit einer Maschine des Lufttransportdetachements nach Taschkent, Usbekistan, und haben dort einerseits die Kontaktaufnahme mit dem deutschen Fallschirmjägerregiment vorgenommen, in welches wir integriert wurden. Während die Schweizer Sondertruppen in der Ausbildung über die ganze Palette von Fortbewegungsmitteln verfügen, müssen sie sich im Einsatz oft mit den militärischen Mitteln befreundeter Truppen vor Ort begnügen. Huh, that's kind of interesting. I guess it makes sense. Zur Repatriierung von Schweizern. I mean, they're not trying to like shake the hornet's nest when it comes to like asking for more stuff when they're kind of again still trying to focus on that neutrality. Aus am Flughafen Kabul musste sich das AAD 10 den Transportmöglichkeiten der Deutschen anschließen. Das Kommando des AAD 10 in Kabul besteht aus 6 Angehörigen der Sondertruppen und 2 zivilen Sicherheitsberatern des EDA. Diese kleine Gruppe ist zwar mobil und flexibel, aber der Erfolg ihrer Operation hängt von der Infrastruktur eines großen Nachbarlandes ab. Wir konnten mit einem kleinen Kontingent auskommen, weil Deutschland als bevorzugter Partner bereits mit der nötigen Infrastruktur und Logistik vor Ort war. So konnten wir uns auf die Menschen konzentrieren und letztlich eine sehr positive Bilanz ziehen. Wir haben in dieser Operation insgesamt 385 Personen repatriiert oder evakuiert. Vor Ort hat man keine Zeit oder keine Möglichkeit, um das Gesehene zu verarbeiten. Das geschieht erst später, erst wenn man wieder zu Hause ist. Es sind aber nicht nur die Bilder, die man sieht, die einen später zum Teil einholen. Es sind Geräusche, Gerüche, aber insbesondere auch menschliches Verhalten, das für unsere Kultur oder unseren Kulturen noch nicht verständlich oder nicht nachvollziehbar ist. Es gibt aber auch Monate nach diesem Einsatz immer wieder Momente, wo mir gewisse Bilder einfach in den Kopf kommen. Das gehört dazu und ich glaube, gewisse Sachen werden mich oder werden uns auch unser Leben lang begleiten. Sie haben schwierige Situationen erlebt. Es dauert natürlich eine Weile, bis die Emotionen hochkommen und alles verarbeitet werden kann. Wir machen sofort ein Debriefing und dann geben wir ihnen die Zeit, alles zu verdauen. Außerdem haben sie immer die Möglichkeit, Hilfe von einem Team von Psychologen in Anspruch zu nehmen. Damn, okay. Just transition to these freaking high-speed looking dudes. Extra high-speed. Wir begleiten das AAD 10 zu einem Auslandeinsatz auf einer Militärbasis französischer Sondertruppen in Südfrankreich. Dort werden spezifische Übungen absolviert, die in der Schweiz nicht möglich sind.
Im Alltag geht es darum, unsere Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Gleichzeitig eignen wir uns stets neues Know-how an. Damit sind wir ebenfalls sehr beschäftigt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wahrung unserer Kontakte zu Sondertruppen anderer Länder oder zu den verschiedenen Sicherheitskräften in der Schweiz. I love the footage, man. Die Angehörigen des AAD 10 sind sich bewusst, dass es auf ihrem Weg keine Feuer. What was that thing? That thing looks crazy. I have no idea what this rifle is, but it looks super. It looks like a freaking railgun. Dass es auf ihrem Weg keine Feuertaufe, also keine echte Kriegserfahrung geben wird. Aber egal. Was zählt, ist die Einsatzbereitschaft. Wir sind als Institution im Alltag nicht präsent. Aber wenn es soweit kommt, dass man uns entsenden muss, dann werden die Schweizerinnen und Schweizer sicher zufrieden sein, dass sie uns all die Jahre über auf Staatskosten vorbereitet und ausgerüstet haben. Je nach Funktion oder Dienstgrad verdienen Angehörige des AAD 10 zwischen 70.000 und 90.000 Franken pro Jahr, was den Risiken im Alltag kaum gerecht wird. Manchmal ist es schwierig, weil wir verschiedenen Risiken. Is it 70.000 francs? Okay, so 70.000 francs is. Okay, so 70.000 francs is about 75. Grand in US dollars, which I mean, it's good, but you gotta imagine these guys are like top tier when it comes to, you know, what they do, especially coming from their country. Ausgesetzt sind und immer etwas passieren kann. Wenn ich zu Hause gefragt werde, wie der Tag gelaufen sei, antworte ich sowieso: alles bestens. Everything's fine. It's like that meme. Kürzlich hing ich 30 Meter über dem Boden mit meiner Waffe in ein Seil verwickelt an einem Helikopter und fiel fast runter. Nicht besonders schlimm, aber doch mit Stress und Emotionen verbunden, die man sich nicht anmerken lassen darf. Für die Elitesoldaten des AAD 10 sind Partnerschaft und Familie trotz ihres ungewöhnlichen Alltags unter Ausschluss der Öffentlichkeit keine Fremdwörter, sondern aus Sicht der Armee ein wichtiges psychologisches Gegengewicht. Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, bedeutet für mich persönlich, beruflich alles zu tun, was ich tun möchte. Und dafür zu Hause zu 100% für meine Familie da zu sein. Oh, yeah. Well said. Oh, damn, okay. Wegen der strikten Neutralität der Schweiz müssen AAD-10-Angehörige damit leben, dass sie nie im Kriegseinsatz. What the heck kind of suppressor is that thing? It's like a can of like cranberry sauce or whatever from like Thanksgiving. Neutralität der Schweiz müssen AAD 10 Angehörige damit leben, dass sie nie im Kriegseinsatz stehen werden. Ist das nicht frustrierend für derart hochgezüchtete Soldaten? Frustrierend? Ja und nein. Natürlich verfolgen auch wir das internationale Geschehen. Und manchmal sagt man sich, das wäre doch genau etwas für uns. Man wartet ab und es kommt nichts. Es ist eine ganz heikle Sache, in einer solchen Situation auf der Führungsebene den richtigen Mittelweg zu finden. Weckt man Hoffnung mit dem Risiko, die Leute zu enttäuschen? Oder spricht man einen möglichen Einsatz überhaupt nicht an, wodurch die Leute ihre Motivation verlieren könnten, sich für anspruchsvolle Einsätze bereitzuhalten, die es eventuell nie geben wird? For being that high speed, it must be kind of annoying to not be called on for certain things, especially as you're watching them. I mean, like, I know from the infantry perspective, there's a lot of guys that get really, really bummed out when they have this idea of what they're doing in the infantry,
and you know they never deploy or they never deploy to like a certain area that you know they always envision themselves operating in, and it's pretty frustrating for a lot of them, and you know a lot of them don't really know how to handle it, because again they did join for that purpose and they don't necessarily feel as fulfilled sometimes. Dan, Leon und Werner. Die drei Selektionierten schließen ihren Grundkurs ab. Nice. Werden sie schon bald in einem Konfliktgebiet im Einsatz stehen? Sind sie bereit, auf sich zu nehmen, was das Leben eines Elitesoldaten im Dienst seines Landes ausmacht? Ja, ich bin bereit, mein Leben zu riskieren. Schließlich haben wir in der Ausbildung enorm viel dafür getan, Risiken und Gefahren zu minimieren, um Unfälle und persönliche Katastrophen zu vermeiden. That's cool, they followed them for the whole journey. Es geht weiter mit Lernen vor allem. Man kommt ins Team, lernt die neue Leute kennen, man lernt sich zurechtfinden im Team. Und dann ist man eigentlich eher schon am Anfang, nach dem GK. Und dann kann man immer noch mehr lernen, sich nice. Verbessern. Und dass man das Niveau noch hat im Team. Wir haben uns stundenlang körperlich und geistig vorbereitet, geschwitzt und gelitten. Wir haben nächtelang nicht richtig geschlafen. Und all dies im Hinblick auf einen Einsatz im Dienst der Schweiz, unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger und unserer Kameraden. Kurzum, wir sind einsatzbereit. Oh yeah. That was a lot of effort in this video. Das Metier ist zweifelsohne voller Gefahren. Auch wenn alle Aspiranten und alten Hasen des AAD-10 beteuern, zu allem bereit zu sein. Nicht auszuschließen, dass einer dieser Soldaten mal bei einem Einsatz im Ausland ums Leben kommt. Sind Öffentlichkeit und Politik in der Schweiz tatsächlich bereit für militärische Opfer, die verhüllt unter der Schweizer Fahne in einem Sarg zurückkehren? Leider hat die Schweiz diese Erfahrung bereits machen müssen. Im Rahmen von Friedensförderungsmissionen haben wir in den letzten 70 Jahren 8 Soldaten verloren. Es wäre also auch für uns nichts Neues, dass Kameraden in Uniform ihr Leben verlieren. Als Kommandant ist man sich dessen stets bewusst. Es gibt immer ein Restrisiko. Aber noch einmal. Yeah, it is kind of interesting, especially for the US perspective, as far as seeing those numbers, because yeah, it is. It goes to show the effort that they're putting in for trying to maintain that neutrality, which is a very tough thing, especially you can imagine with like modern times. There's so much going on. Es ist eine unserer Aufgaben, die Risiken zu analysieren und die Voraussetzungen für erfolgreiche Missionen zu schaffen. Aber es ist meine Pflicht zu betonen, dass es immer ein Restrisiko gibt. Some spy rigging? Is that what they're doing here? Bereits seit 15 Jahren führt das AAD-10 im Ausland verschiedenste Einsätze unter größter Geheimhaltung durch. Hell yeah. Bisher sind alle Soldaten wieder heil zurückgekehrt. Die kritischen Stimmen sind verstummt. Die Zweckmäßigkeit dieser Schweizer Sondertruppen wird allgemein anerkannt. Auch wenn die Frage... Okay, so fun fact here. When we were trained to do this in the Marine Corps, as far as like actually setting it up and whatnot and being the person kind of like up here managing it, if this got caught and we had, I forgot what we called it, but yeah, basically it got caught up. The aircraft is more important than these guys. So we had a giant, it was kind of like part of the set when you're actually setting all this stuff up, but it was like a giant like butcher's knife. So you had a cut rope procedure. So if this got caught, you would just, yeah, it's a... You could yell down sorry real quick, but then yeah, you're cutting that. Der politischen Aufsicht. That was the idea. I don't know if you would do that though. In einer Welt zunehmender Bedrohungen hat das AAD-10 seinen festen Platz im Dienst des Landes gefunden. Bleibt zu bestimmen, wie das Land seine Dienste in Zukunft nutzen will. Yeah, it's gonna be interesting to see them come up in the future. Especially because of how low-key they are.
Damn, this was a freaking incredible video. Okay, so this was already a long video, so I'll just close this out really quick. Very, very interesting unit, especially when you're talking about the idea of the Switzerland and their neutrality and trying to balance everything, kind of who says where they go and, you know, what happens if they get involved in X, Y, and Z. It's a hard call to make for sure, but yeah, it must also be very challenging for them being so well-trained, so disciplined. You know, they want to go out there because they, you know, they have this vision, this purpose, and, you know, they're well-trained. They're the people for the job if Switzerland were to send anybody. So it must be kind of difficult for them to kind of wrap their heads around certain things, especially, you know, not being implemented in certain events as you sort of see them transpiring on TV and whatnot. But yeah, very, very interesting video. Again, it's fantastic to get these long videos where it goes over the selection. And again, there's a lot of effort going into this as far as, you know, tracking all of that. And then getting some cool shots in there definitely helps. But a very awesome, awesome video. Thank you guys again for recommending this. I got this recommended a lot, and I know a lot of y'all were getting impatient. So I do appreciate you sticking with me. I think as this is going out, it's going to go out in a few parts, but it's probably around Christmas time or after Christmas. So yeah, happy holidays. Again, thanks for the awesome recommendations. Definitely spend some time with the family, friends. Take it easy. Watch some cool YouTube videos. And yeah, that is it for this one. I'll see y'all in the next one.